Welcome back to Cryostasis. Jetzt müsst ihr mich noch besser hören als im letzten Part. So, wo sind wir denn jetzt? Automatisch schließende Tür. Okay. Oh, hi. Weißt du, wo ich die Cafeteria finde? Ich habe Hunger. Okay, wird zwar scheiße, aber egal. Komm, ab in die Vision. Wo sind wir hier? Hey! Oh mein Gott! Was geht hier ab? Scheiße. Das hätte doch niemand ahnen können. Na gut, aber jetzt wissen wir, wie er gestorben ist. Durch die Splitter am Glas. Scheiße. Hier ist es zu. Vielleicht müssen wir einfach so in Deckung gehen. Ich meine, dadurch kann man ja auch Splitter ausweichen. So. Ich hab. I have survived. Yeah. Aber das kann doch niemand erahnen, dass da Splitter kommen. Also, na gut. Egal, das ist ja nur ein Spiel. Ein Spiel braucht ja keine richtige Realität. Okay, wo sind wir hier? Ziemlich ruhig alles momentan. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Ja, das kommt davon. Was macht der da? What the fuck? Ach du Scheiße. An die Stelle kann ich mich noch erinnern, da bin ich einige Zeit gehangen, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Stopp! Kommen Sie herunter! Ja, komm runter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Scheiße, und jetzt? Okay, er darf nicht sterben, okay. Aber wie können wir es verhindern, dass er nicht stirbt? Oh, und klettern wir auf den Baum. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter! Hier vielleicht die Leiter runterziehen oder so. Okay, das hätten wir schon mal versagt. Aber wo ist hier? Ist eine Tür. Vielleicht hilft uns die Tür weiter. Vielleicht bringt sie uns an einen verborgenen Ort. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Verdammt, was ist da? Sie kann ich nicht öffnen. Ich bitte Sie. Ich verspreche nichts. Okay, es hat mir auch versagt. Bringen wir die Leiter hier runter. Oh, ich krieg die Leiter herunter. Ui, hey, das bin ich. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Du Verdammter, bleib unten. Ich bitte Sie. Ich verspreche nichts. Okay, wir haben einen Schraubenschlüssel. Ja, was kommt davon? Wer nicht hören will, muss fühlen. Kennt ihr auch jedes Sprichwort, das Kind, jedes Kind kennt auch das Sprichwort. Hallo! Epileptischer Anfall. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Was mache ich jetzt damit? Den kloppen? Nee. Kommen Sie herunter. Hier vielleicht? Ich verspreche nichts. Und jetzt? Keine Bewegung! Ach du Scheiße! Was für eine krasse Vision. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Zack, zack, zack. Bei Gatz, der Dings da. Hier, Sie. Ja, jetzt aber. Stopp. Kommen Sie herunter. Ich bitte Sie. Ich verspreche nichts. Ah, das ist ein Hebel, okay. Muss schnell sein, er verrückt schon. Nein, falsch. Hier, da gezogen. Ach komm.
Ich kann, jetzt verstehe ich auch, warum ich so lange gehangen bin an der Stelle, wo ich es zum ersten Mal durchgespielt habe. So, hier, da, hier, da. Ich warne Sie. Nein, da. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Okay, er stirbt jetzt. Keine Bewegung! Hey, du, bitte mal deine Waffe. Habe ich gewonnen? Nein. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Der hält mit mir? Ich bitte Sie. Ich verspreche nichts. Schnell, schnell, schnell an mir vorbei. Verdammt, was müssen wir da machen? Also langsam geht mir das auf den Keks. Scheiß Vision. Jetzt sehe ich scheiße aus. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Hier, wo ist denn das da? Diese, oh Gott, das hat mir jetzt schon gesagt. Ich bitte Sie, ich verspreche nichts. Vielleicht müssen wir den ja gar nicht killen. Ich mach mal gar nichts. Haben wir es gewonnen? Nein. Ach, komm. Das ist doch scheiße, sowas. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Keine Bewegung! Ah. Alter, was müssen wir da machen? Entweder bin ich jetzt zu blöd oder das Spiel, aber ich glaube ja, dass ich zu blöd bin. Denken Sie nicht einmal daran. Kann man den nicht einfach verprügeln, damit er nicht runterkommt? Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich geh hier nicht lang. Nirgends, okay. Alter! Ah, geht mir das auf den Senkel. Auf den Senkel, auf die Eier, auf die alles. So, hier. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Schnell, schnell, schnell! Ich nehme die kleine Waffe ab! Alter, was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Kann mir das irgendjemand sagen? So, jetzt bin ich langsam frustriert. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen! Ich warne Sie! Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Keine Bewegung! Alter, muss ich mich an dem ranschleichen oder was? Wie in Skyrim oder ach, keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach alles durch, was ich mir vorstellen kann. Und wenn nicht, dann versuche ich das offscreen, ne? Wenn wir noch länger dran weilen. Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Keine Bewegung! Alter! So, ich habe mich geopfert, damit der überleben kann, oder auch nicht. Du dummer, idiotischer. Okay, ich versuch's noch dreimal und wenn wir es nicht schaffen, mache ich es offscreen. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter. Ich bitte Sie. Ich vielleicht nicht mal an den ran, oder was ist denn das da? Keine Bewegung! Was war denn das jetzt? Okay, sieht langsam nach was aus. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Und stecken die überhaupt hoch, kann man es irgendwann sagen. Oder irgendwelche Koks genommen oder sowas. Ich bitte Sie. Ich verspreche nichts. Keine Bewegung. Nee, das tut sich nichts. Alter! Schieß doch nicht auf mich. Ich tue doch nichts. Denken Sie nicht einmal daran, hinaufzusteigen. Ich warne Sie. Stopp! Kommen Sie herunter! Ich bitte Sie! Ich verspreche nichts! Keine Bewegung! Alter, das schießt doch nicht auf mich. Okay, ich mach's offscreen, dann sehen wir's gleich wieder. Tschüss! Okay, Leute, ich hab's jetzt. Man muss hier einfach den Hebel statt an der Leiter hierhin anbringen. Da müsste es gehen. Schafft das, schafft das, schafft das. Es wird spannend. Ist gut. Die Stufen herunter. Ganz ruhig.
Aha. Okay, wir waren völlig falsch mit der Leiter. Okay, da musste man einfach den Hebel hier hin tun, anstatt hier an der Leiter. Okay. Das ist ja interessant. Na gut, jetzt können wir hier auch hoch. Der Typ hat ja die Leiter runtergestoßen und jetzt sind wir hier, wo wir an der Vision ständig waren. Und hier müsste es weitergehen. Ah, da ist ein Hebel, den kennen wir ja aus der Vision. So, hier. Nein, da. Da kommt bestimmt was. Hey! Hört ihr das? Ein eingefrorener Tiefkühl-Dingsbums, keine Ahnung. Langsam öffne dich. Uiui, alle Epileptiker sollten vielleicht wieder wegschauen. Hier ist noch ein Typ gestorben. Hallo! Was tun Sie? Wir werden hier alle sterben. Wir führen uns zu Tode. Okay, schauen wir mal nach, wo, was hier alles gibt. Lassen Sie die Leute herein, das ist okay. Ja! Okay, das war schon mal fail. Denn da unten ist es eiskalt. Der redet immer noch. Lol. Okay, der hat die Tür mit dem Gewehr versiegelt. Oh Gott, bei diesem Geflackere sehe ich ja gar nichts. Oje, das ist eine Herausforderung. Okay, hier sieht das schon mal gut aus. Jetzt hier vielleicht? Aha. Da ist eine Leiter. Was ist das? Okay. Also falsch ist das momentan nicht. Kann ich mir vorstellen. Ah, oh, das Geflackere. Da kriege ich ja gleich einen epileptischen Anfall. Alter. Ja, Zeit haben wir, glaube ich. Oder auch nicht. So, mal schauen. Müssen wir jetzt wieder da rum. Hier so lang. Und dann vielleicht die Treppe runter. Kann das sein? Oder sterben wir dann wieder? Ne, ist nicht. Ah! Ich bin zu blöd, Leiter nach oben zu klettern. Oh Gott, flackert das sehr. Alter. Im Ernst, ihr solltet wegschauen, falls ihr jetzt das Gefühl habt, eure Augen gehen kaputt. Lassen Sie die Leute herein, ist okay, zwei oder drei Stunden und das war's. Ich hab da mal einen Warnhinweis am Anfang des Parts. Uiuiui. Nein, ich mache euch nicht auf, tut mir leid. Vielleicht da runterjumpen kann das sein? Nee, geht nicht. Vielleicht an der Maschine? Nee, das kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, wir müssen dann wieder nach oben. Das ist schon mal ein Ansatz. Können wir hier jetzt irgendwas aktivieren oder so? Das hier vielleicht? Nee, das hier auch nicht. Sesam, öffne dich. Ich klette mal die Leiter runter. So, und jetzt. Ah! Okay, das ist Todeswasser. Alter, der stirbt, weil er Wasser angefasst hat. Das ist doch gar nichts. Was ist denn der für ein Weichei? Oh, Wasser! Was ist das eigentlich? Ja, keine. Boah, ey, wenn ich die Vision noch länger machen muss, dann. Boah, dann gehen meine Augen kaputt, dann muss ich zum Augenarzt. Oh je, da hier. Das runterschmeißen. Und dann werde ich darauf schall. Nee. Oh je, oh je. Das ist ein etwas anderer Quatsch, das ist das Part als der als die anderen. Als die anderen, ja komm. Ah, also nochmal an alle, die gerade Schmerzen an den Augen haben, schaut weg. Ich mein's ernst. Ich muss es hier durchziehen, weil ich ja spiele.
Aber ihr könnt ja wegschauen. Okay, was machen wir jetzt hier unten? Das Wasser ist Gefahr. Müssen wir darüber springen? Nein. Oh Gott, ich hasse solche Visionen. Oh mein, epileptischer Anfall. Wir werden hier alle sterben. Wir führen uns zu Tode. Und die was flackert denn da? Das ist das Licht, okay. Lassen Sie die Leute herein, es wird kälter. Ich lass euch nicht da rein. Ich bin so einsam. Meine Frau ist tot. So, hier runter mit dem Teil. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da runterjumpen muss, aber das geht ja nicht. Denk nach, Kevin. Hier ist was. Hier vielleicht die Röhren entlang. Ja, genau. Das sieht schon mal gut aus. Wir sind der Sache ein großes Stück näher gekommen. Oh Gott, hier ist der epileptische Anfall am stärksten. Oh je. Ah ja, und hier sind wir. Aha, okay, ihr Epileptiker könnt wieder herschauen. Eieiei. Was ist hier? Wieder ein Schalter. Oh ne, Epileptiker schaut wieder weg. Verdammt, was habe ich da jetzt getan? Oh ne. Wenn wir es aktivieren, dann passiert da irgendwas. Okay, sollten wir vielleicht nicht machen. Aber ich sehe momentan nichts anderes, was wir machen könnten. Was ist das dann an dem Wasser so gefährlich? Ich verstehe das nicht. Vielleicht schneiden wir trotzdem. Nein! Ach Gott, bis jetzt bin ich sehr unzufrieden mit diesem Level. Das wird ein langer Part, Leute. Da werde ich auch viel Spaß beim Rennen haben. Okay, das Wasser gefriert. Es ist eiskalt. Was ist hier? Eine Treppe. Warum sagt mir das keiner? Jetzt sind wir hier auf dieser Matratze oder was auch immer das sein soll. Aha. Was ist denn das? Ein Aufzug? Nein! Na toll, wir müssen darüber jumpen. Drücke L-Maus, um das Spiel fortzusetzen. Ja, komm. Ich kann schon lesen. So, schnell, schnell, schnell auf die Matratze. Schnell, schnell, schnell auf die Matratze. Was ist denn das? Ist das ein Generator? Ja, bestimmt. Okay, jetzt heißt es Jumpen. Spring und dein Leben. Yay, geschafft. Das war schon eine Stuntman-Aktion. So. Aufzug. Bis jetzt habe ich noch keine Monster gesehen. Sehr ungewöhnlich bis jetzt. Was sind wir denn jetzt? Gruselig. Erinnert mich irgendwie an Splinter Cell Pandora Tomorrow. In der Türkei. Okay. Was ist hier in dem Schrank? Dosen! Ich hasse Dosen! Eine Tür! Hier ist es eiskalt. Hier sollten wir vielleicht schnell weggehen, durchgehen. Wo geht's denn hier lang? Ah, hier. Postkarte! Und die Bäume, erhellt durch das kalte Feuer der Blitze, schienen lebendig zu sein, streckten ihre langen, verknorpelten Hände nach den Menschen aus, die aus der Gefangenschaft der Dunkelheit zu fliehen versuchten. Und etwas Kaltes und Finsteres starrte sie durch das dichte Blattwerk an. Es war ein beschwerlicher Weg, und die Menschen verloren ihren Mut. Doch sie schämten sich ihrer Schwäche, und vor lauter Zorn und Verzweiflung stürzten sie sich auf Danko, den Mann, der sie anführte. Und sie begannen, ihm seine Unfähigkeit als Führer vorzuwerfen. Okay, hier geht's lang. Da!
Eiszapfen. Oh mein Gott. So will ich nicht entweder. Lebt er noch? Naja, gut, er wackelt mit seinen Armen. Das könnte vielleicht ein Lebenszeichen sein. Okay, sollten wir vielleicht mit unserer Axt hier ein bisschen die Dornen zertrennen. Geht es? Ne, geht nicht. Schade. Oh, ah, na, also geht doch. Hier mit der ganzen Breite drauf. Okay, dann fliegt er in seinen Tod. Oh, tschüssi. Oh, geht hier ganz schön tief runter. Seht ihr das? Oh Gott, oh Gott. So, wie der Knarre ausrüsten. Hier, wir sind hier nicht bei den Schlägertypen, sondern bei den Ballertypen. Uns ist kalt. Wir brauchen Wärme. Autosave. Wo geht's hier dann? Ah! Kapitän, ich fertige einen genauen Reparaturbericht an. Sie erwähnten eine Reparaturzeit von einer Woche. Gehen Sie auf die unteren Decks und sehen Sie es sich selbst an. Man wird Ihnen erklären, dass die Reparaturzeit direkt von den Fähigkeiten der Mannschaft abhängt. Und auch von den Fähigkeiten des Kapitäns. Er muss seine Pflichten erfüllen. Wie etwa das Schiff mit Fracht und Mannschaft sicher ans Ziel zu bringen. Warum sprechen Sie es nicht aus? Denn die jüngsten Ereignisse haben bereits Grund zum Zweifel gegeben an Ihrer Kompetenz. Hören Sie, ich habe das Kommando auf diesem Schiff. Und das werde ich noch so lange haben, bis ich oder das Schiff aufgehört haben zu existieren. Das ist nicht Ihr Schiff, Sir. Sie sind Mitglied einer großen Mannschaft. Sie haben eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und wenn wir schon von der Zukunft reden, die kann schneller entschieden sein, als Sie meinen. Drohen Sie mir? Hier ist zunächst einmal eine Nachricht vom Hauptquartier. Ein Schalter. Ah! Was? Wo geht's denn hier lang? Was willst du mir sagen? Hallo? Hallo, ich winke dir jetzt auch zu. Hallo? Was hat das zu bedeuten? Willst du mir was zeigen? Ah, was haben wir denn da? Ah, eine neue Waffe. Der gefällt mir, der Zombie, der ist lustig. Ich will mir wenigstens einen Hinweis zeigen im Vergleich zu den anderen. Aber Entschuldigung, ich probier's mal. Okay, geht nicht. Was denn? Ist dir kalt? Du darfst doch keine Kälte mehr spüren, ich meine, du bist tot. Alright. Wo geht's denn hier lang? Ich weiß, da kommen wir her, aber vielleicht fährt er irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Aha. Ach, der scheint der zu sein, den wir da gerade befreit haben. Okay. Hm. Ich gehe mal nochmal zurück. Vielleicht finden wir ja etwas. Ja, ist ja gut. Soll ich das anmachen? Meinst du das da? Geht nicht. Es geht nicht. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Sag doch was. Zeig mir nicht so. Ach da. Ja gut. Trau nie einen Zombie, hat mir meine Mutter immer gesagt. Da hast du gerade gepiepst. Bombe. Ah! Ey, Vorsicht, ja. Mit dem ab. So. Okay. Wie kommst denn du jetzt her? Was denn? Soll ich das da drücken? Na gut, wenn du meinst. Und jetzt? Ich werde aufpassen, da kommt etwas. Ach du Scheiße. Was ist das?
Bleib weg! Geh weg! Nein! Ah! Ach du Scheiße, was ist das? Obo-Spinne! Oh Gott, das Spiel wird immer krasser. Hier noch ein bisschen Muni. Vielleicht kann man ja mit der Waffe der Spinne größeren Schaden zufügen. Ach du Scheiße! Geh weg! Lass mich! Oh ne, an der Stelle kann ich mich sehr gut erinnern. Das ist jetzt nun quasi ein Endboss. Oder ein Boss, sagen wir so. Endboss ist ja der allerletzte Endgegner. Wir haben wenig Leben. Hier an den Generatoren können wir uns heilen. Komm. Lass mich. Bleib stehen. Mach nichts. Nein, bleib weg. Bleib weg. Bleib doch weg. Lass mich. Komm, stirb. Ah! Das Level kann noch sehr lange dauern. Naja, ich habe mir gewollt, dass ich jedes Level einen neuen Part mache. Vielleicht schaffen wir das ja noch. Mal schauen. In der linken Ecke der Angreifer mit zwei Beinen der Survivor. Und in der linken Ecke mit sechs Beinen die Robospinne. Brauchen irgendwie einen Heal. Schnell dahin. Zack. Lass mich, lass mich. Geh weg. Böse Spinne. Ich hab wenig Leben. Du bist ja noch nicht ein Anliegen, der wenig Leben hat. Nein! Du! Kackspinne! Das wird ein sehr langer Part, Leute. Na gut, aber ich habe ja auch in Pokémon schon längere Parts gemacht. Das sollten wir vielleicht mitnehmen. Vielleicht können wir da gut gegen die Spinne etwas machen. Aber mit wenig Leben gegen die zu kämpfen, ist doch glatter Selbstmord. Können wir uns hier an der Lampe heilen? Nein. Ah, hier können wir uns heilen, okay. Ist ja schon mal ein Anfang. So, hier ist es am wärmsten. Okay. Wo ist denn hier lang? Achso, ich dachte, das wäre eine Tür. Ich sollte vielleicht hier bleiben. Hier ist nämlich so ein Generatorteil. Aber kann ich nicht springen. Da. Ah, warte mal kurz, ich muss nachladen. Nicht angreifen, bis ich nachgeladen habe. Das wäre unfair. Danke. Ah, es bleibt weg. Ah, scheiße, keine Moni. Scheiße, okay. Muss Wasser wechseln. Ich mach's jetzt so. Nein! Kugelspinne. Ah, daneben. Das habe ich immer als kleines Kind gemacht. Wenn ich Versteckspielen gespielt habe. Sowas. So, bleib stehen, damit ich abknallen kann. Danke. So, nachladen. Wie wär's, wenn du mal stehen bleiben würdest? Das ist ja freundlich, dann könnte ich dich vielleicht auch treffen. Danke. Okay, wir halten das jetzt sehr gut durch. Aber die Spinne hat noch keinen. Ah! Nein! Aber die Spinne hat bis jetzt noch keine Beine verloren. Ich muss mich konzentrieren. Konzentration führt zum Sieg. Ah, nein, bleib da, ey. Verdammt, hab ich jetzt. Oh nein. Na gut, ich muss dir im Nahkampf jetzt entgegentreten. Because we have no Munition mehr. Dum, dum. Okay. Ich glaube, wir werden hier lange hängen bleiben.
Nur so, ein Gefühl. Also erstmal wieder hier Muni, schwarzes Muni. Und dann da noch. Hier wieder Leben. Ich mach's jetzt noch einmal und dann, wenn ich es nicht schaffe, dann machen wir es im nächsten Part. So, jetzt geht's schneller. Verdammt, ist das der Generator da hinten. So, hier erstmal. Bleib weg, bleib weg. Ich werde dir einheizen. Ah! Aua! Müssen wir irgendwelche Generatoren aktivieren, damit man die Mächte killen kann? Ja, ja, ich weiß, du bist böse, du willst mich töten. Ja, ja, komm. Das haben schon andere böse Wichte gemacht, aber bist du nicht der Einzige. Ah, jetzt haben mich hier was aktiviert. Ah, schöne Wärme. Nein, ist wieder erkältet. Erkältet. So, es ist so schön warm, jetzt müsste ich mehr Leben verlieren, weil die Spinnen sind sehr schwach gegen Kälte, da verlieren sie nämlich alle ihre Beine. Zack! Bleib jetzt mal da, falls wir Leben verlieren, können wir uns dann heilen. Ja, komm her. Ich hau euch mit einer Axt. Hier. Aha, du hast schon deine Beine verloren. Ich hab dir einen Schuss ins Pfeil gegeben. I took your shooting to the knee oder so. Hang. Wie schön warm. Du magst wohl keine Wärme, was? Na genau, bleib so, guter Junge. So, hier. Oh, du hast noch ein Bein verloren. Warum willst du mich nicht angreifen? Hast du Angst vor Wärme? Scheiße, keine Moni mehr. Hier ebenfalls nicht. Ich muss dir jetzt im Nahkampf entgegentreten. Und... mach nicht Platz. Stört! Wir haben es geschafft. So, haha. War gar nicht so schwer. Hätte es mir schwerer vorgestellt. Na gut. Jetzt geht sie wieder nach oben. Aber wir haben keine Munition mehr. Müssen wir wieder mit der Axt kämpfen. Jetzt geht's wieder nach unten, okay. Oh mein Gott, wir sind im Aufzug stehen geblieben. Wo sind wir denn hier jetzt? Interesting. Ah ja. Sieht ja schon mal vielversprechend aus. Ist hier Munition im Schrank? Ist der Typ noch da? Nein, das war wahrscheinlich die Spinne, ne? Naja. Da geht's nach oben. Okay. Ich brauche Moni. Moni. Oh je, hier ist es kalt. Geht denn das Level noch? Ich will langsam mal Schluss machen. So, hier. Ah ja, hier sieht schon mal vielversprechend aus. Okay. Ist hier im Schrank Munition? Moni. Schon wieder Dosen. Ich hasse Dosen. So. Nur mal wieder der Elevator. Hä? Ist denn da ein Schalter? Hier muss doch ein Schalter sein. Was ist denn da? Oh mein Gott. Zigaretten. Na gut, Zigaretten töten ja auch. Hä? Da geht's wahrscheinlich anscheinend nicht lang. Hm. Kommen wir bestimmt her, das ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste.
Wahrscheinlich das Wahrscheinlichste, lol. Tod, lebt, tot, lebt, tot. So, hier öffnen. Ich laufe mal woanders hin. Vielleicht finden wir ja den Weg, wo es weitergeht. Kann auch sein, dass ich jetzt wieder zurücklaufe. Mal schauen. Wenn ich zurücklaufe, dann mache ich halt den Part bis Ende. Ich meine, dann beende ich jetzt den Part und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Nein, jetzt nehme ich weiter. Okay, vielleicht müssen wir auch da rein. Könnte ja auch sein. Ich weiß ja nicht. Okay. Hier geht's raus, aber wir kommen hier nicht hoch. Erst einmal hier wärmen. Okay. Hier geht's aber auch lang. Ach, wisst ihr was? Ich beende jetzt den Part und dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dann. Servus. Irgendwie beende ich jeden Part mit diesem Spruch, aber egal. Bis dann. Servus.